Nachdem sich der abzuschiebende Daniel M. geweigert hat, ins Flugzeug zu steigen, sitzt er derzeit in Schubhaft in Wien. Rashid, wie war das Gefühl, als ihr erfahren habt, dass Daniel nun doch noch nicht abgeschoben wurde und derzeit jetzt auch in Wien sitzt? Wir dachten schon, es ist schon alles vorbei und wir dachten, der ist schon unterwegs nach Russland. Und auf einmal haben die von Wien angerufen und haben gesagt, dass er sich geweigert hat, ins Flugzeug zu steigen. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut. Und alle waren halt begeistert, haben Hoffnungen gemacht, dass er doch noch da bleiben kann. Also war es schon ein gutes Gefühl. Jetzt habt ihr ja schon vergangene Woche demonstriert und plant für morgen Dienstag wieder eine Demonstration. Glaubt ihr, die Abschiebung mit der Demo ganz verhindern zu können? Wir hoffen es natürlich, weil das ist das Einzige, was wir halt die Kollegen vom Daniel machen können. Und deswegen wollen wir auch bis zum Letzten Unterstützung helfen. Wie lange wollt ihr denn noch demonstrieren? Habt ihr vor, das über Wochen und Monate zu machen oder wann denkt ihr, dass es einfach nicht mehr notwendig ist oder nichts mehr bringt? Ja, wenn uns jemand sagt, das ist unnötig oder das würde uns gar nichts bringen, dann glaube ich, werden wir auch aufhören, wenn das nichts bringt. Aber solange es irgendwas Positives bringen kann für Daniel, werden wir demonstrieren. Wie viele Demonstranten erwartest du jetzt am kommenden Dienstag? Letzte Woche waren es ja an die 70, 80 Demonstranten. Also letzte Woche waren es über 80 Leute da und diese Woche werden es noch mehr, also über Hunderte werden es ganz sicher sein. Und was für einen Weg plant ihr bei der Demonstration? Wo wollt ihr losgehen und wo wollt ihr hingehen? Also das haben wir noch nicht so ganz geplant. Wir wollen durch den Stadt Bregenz, sodass die alle uns sehen können, nicht wie letztes Mal irgendwo im Bodensee und so. Also so, dass man uns sieht. Du kennst ja auch die Frau von Daniel, die ist schwanger. Wie geht es ihr und wo ist sie heute? Sie ist heute in Wien, glaube ich. Und sie hat sich auch natürlich sehr gefreut. Sie hat mich selber angerufen und hat gesagt, dass Daniel noch da bleibt. Sie hat sich gefreut, sie hat geweint. Sie macht sich große Sorgen und sie hofft es, dass der Daniel noch da bleibt.